Ja, und so nimmt der Horror seinen Lauf, liebe Freunde. Wir sind nun auf der Sevastopol gestrandet. Was mit unseren Kollegen passiert ist, ich habe keine Ahnung. Leben sie noch? Sind sie tot? Ich werde auf jeden Fall erstmal ganz kurz den Raumanzug ausziehen, weil der natürlich auch ein bisschen klobig ist. Einmal rein da. Und unser aktuelles Ziel ist es jetzt nun, erstmal Hilfe zu suchen. Ist natürlich nur fragwürdig, ob wir die hier überhaupt finden werden. Oder vielleicht auch etwas völlig anderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das, Alter. Die Tür geht auf, die kommt erstmal Staub entgegen. Absolute Dunkelheit. Hier ein paar kleine Scheinwerfer. Das Licht geht langsam an. Die Systeme fahren hoch. Und der Horror beginnt. Och, ist das schön. Ich liebe diese Atmosphäre. Und wir speichern erstmal ganz kurz. Ist natürlich das Wichtigste in diesem Spiel. So, Speicherdaten überschreiben. Natürlich, wie immer drücken wir auf Ja. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal... Ist hier eigentlich irgendwo Loot? Ach, guck mal, eine Leuchtfackel. Ach, siehste, guck mal. Die können wir natürlich direkt schon mal mitnehmen. Hier geht es nicht wirklich weiter. Hier ist ein kleiner Gang, da kommen wir durch. Fängt ja schon mal gut an. Oh. Was hat die denn jetzt? Hat sie einen spontanen Orgasmus bekommen oder was war das gerade? Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Klingt ja vertrauenswürdig. Sevastopol-Stabilität gefährdet. Das ist ja, keine Ahnung, schlecht. Wo geht's hier hin? Oh, mein Auge juckt gerade irgendwie. Aua, so. Achso, jetzt sind wir wieder hier hinten. Alles klar, okay. Gut, nur im Kreis gelaufen. Oh, meine Augen gerade, Entschuldigung. So, okay, da hinten brennt irgendwas, sehe ich gerade. Da gehe ich aber gleich mal hin. Hier ist nichts. Ich schaue mich mal ganz gerne um. Wie gesagt, wegen Loot müssen wir uns gerade immer sehr, sehr gut umgucken. Und, Verdammt. Kann mal jemand den Klempner holen? Ich glaube, das Gasrohr ist offen. Und brennt auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Hier ist ein Lüftungsschacht. Da gehen wir einfach mal kurz rein. Ja du, ich glaube, die Station fällt Stück für Stück langsam auseinander momentan. Komm hier eigentlich... Nö, hier kommen wir nicht weiter. Das ist einfach nur eine Sackgasse. Ich dachte, da wäre noch irgendwas. Rotes Licht. Rotes Licht ist böse. Rotes Licht vorhersagt immer böse, böse Dinge. Ich finde den Lüftungsschacht übrigens extrem geil, wie der so immer aufgeht, wie im Film. Entschuldigung. Hat jemand Bock auf Würstchen? Ich hätte jetzt richtig Bock auf Bratwurst, ohne Scheiß. Einfach mal kurz reinhalten und Würstchen essen. Ich meine, warum nicht? Machen wir einfach das Beste aus der Situation, und zwar Würstchen grillen. So, wo sind wir hier? Hier ist auf jeden Fall wieder ein cleaner Computer. Den gucken wir uns aber gleich mal an. Ich schaue hier nochmal ganz kurz. Hier ist aber auch wieder kein Loot. Sevastolink. Ordner fehlerhaft. Die Stilllegung. Aha, 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 aha. Also wie gesagt, kurz Stopp drücken, dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Ich werde es mir selber übrigens auch nochmal beim Schneiden durchlesen. Also keine Angst, ich werde da auf jeden Fall keine Informationen verpassen. So, der Ordner ist auch fehlerhaft.
So. Und ich denke, wir müssen jetzt höchstwahrscheinlich hier rüber balancieren. Gut, dass ich mal im Zirkus gearbeitet habe. Deswegen ist das kein Problem für mich. Sagte ich kein Problem? Ich meine natürlich Scheiße. Verflucht nochmal. Fängt ja gut an. Hier ist noch eine Leuchtfackel. Wo sind wir hier gerade überhaupt gelandet? Ist das, das hier irgendwie wird helfen. So? Was wird helfen? Achso, halten Sie uns. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt eine Leuchtfackel anmachen, aber wir behalten sie einfach trotzdem mal in der Hand, wenn wir. Dann können wir wenigstens auf irgendwelche Leute damit einschlagen. Kann man ja auch mal machen. Das scheint hier irgendwie so ein Paketförderband zu sein oder sowas. Oder für Gepäck oder so. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber ich habe ja die ganze Zeit echt Schiss, dass uns jeden Moment hier irgendwie die Decke zusammenklappt. Und Bindemittel nehme ich natürlich mit Vergnügen mit. Allerdings craften können wir uns noch nicht so wirklich was. Craften. Kennst du schon craften? Craften können wir uns leider noch nicht sehr viel, weil uns noch die Baupläne fehlen. Guck mal, hier ist ein Knöpfchen. Da drücken wir einfach mal. Und jetzt können wir hier raufgehen. Wie schön. Wo geht's hier hinten hin? Hier auch überall schon so Graffitis, ne? Meine Nase juckt. Warum juckt meine Nase? Das ist gar kein gutes Zeichen. Wenn die Nase juckt, dann passieren schlimme Dinge. Der Witz ist dabei, es passieren manchmal wirklich richtig schlimme Dinge, wenn die meine Nase juckt. Was? Habt ihr das gerade gehört? Das war definitiv kein Geklapper von der Station. Da ist irgendwer irgendwo durchgelaufen. Oder besser gesagt, irgendwas. Was ist das denn hier? Subkutane Impfpistole. Nehme ich mit? Oh, ich wollte gerade sagen, das ist nur das Radio, was hier läuft. Ich dachte schon. Mach mal aus, das Ding hier. Das kann ja keine Sau hören, ey. Ist ja schlimmer als das Baustellenradio. Wo sind wir hier gelandet? Hallo? Ist da wer? Sieht aus wie so eine Empfangshalle oder sowas. Hier ein riesiges Modell von der Station. Schick. Nicht schlecht, Herr Specht. Und keine Menschenseele ist hier unterwegs. Karte aktualisieren. Ja, wie schon gesagt, Karte haben wir leider nicht. Allerdings können wir die Karten trotzdem einsammeln. Finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Doch, die Lampe da. Die Lampe geht. Die ist, funktioniert einwandfrei. So, das scheint so ein kleines Terminal zu sein. Geringe Energie. Können wir hier irgendwo... Ach, siehst mal. Benutzen. Was ist das hier? Ein Generator oder sowas? Ich spamme X. Wir drücken auf das Knöpfchen. Ach, guck mal hier. 2000 KJVS-Generator. Natürlich, kennt man ja natürlich. Was? Da hat gerade irgendwas schon wieder gefaucht. Ich hab Bammel. Ich habe echt ein bisschen Bammel. Speichern an den Pult. Ich gehe zuerst an den Pult. Aufs Terminal zugreifen. Sevastolink. Unsere Sachen. Okay, Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen. Da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem der Lagerräume versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Keine Panik.
Niemand geht mehr runter zum Terminal. Nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird auch knapp. Holen Sie Nachschub. Sie sind an die Reihe. An der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann, in Zukunft besser aufzupassen. Anna. So. 0340. Das merke ich mir jetzt einfach mal kurz. Hier wieder Text. Und ein Audiolog. Da mache ich mal ganz kurz den hier. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein. Ich finde es übrigens ganz cool, dass hier extra nochmal der ganze Text dann auch noch steht. Und hier haben wir noch Zubehör. Energieknotenpunkt D13. Abflug auswählen. Da hinten geht die Tür auf. Ey, das sind Menschen! Warte mal, können wir da hin? Ey Leute, wartet auf mich! Könnt ihr mir sagen, was hier vorgefallen ist? Die Tür ist wieder zu. Wir sind hier einmal schnell durchgehuscht. Schrott- und Flammenwerferbrennöl. Okay. Ich will eigentlich gar nicht mal so viel rennen. Das ganz kurz mal eben kurz anhören. Ich hoffe, das war okay. Was haben wir hier? Flammenwerferbrennöl, Schrott, Bindemittel. Ich finde es komisch. Ihr wisst ja, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Ist allerdings auch schon einige Zeit her. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich an 100% alles. Aber ich finde es komisch, dass wir jetzt schon Flammenwerferbrennöl finden. Was ist das denn hier? Zugangscode eingeben. Ach ja, wir hatten ja einen Code bekommen, stimmt ja. Wie war denn 0? War das 0340? Wow, ich bin gerade total von mir selbst überrascht. Ich habe mir einen Code gemerkt, Alter. Wow. Krasse Scheiße. Medikit V1. Bauplan eingesammelt. Öffnen Sie das Menürad und sagen... Aha. Warte mal. Ach, guck mal, jetzt können wir nämlich hier ein Medikit basteln. Ich weiß es natürlich nicht, ob wir das Ganze jetzt schon brauchen. Das Miese ist natürlich auch. Wir spielen das Ganze ja auf Albtraum. So, und auf Albtraum hast du kein Layout oder Overlay oder was auch immer. Beziehungsweise du siehst nicht, wie viel Munition du noch hast. Hast. Du siehst nicht, wie viel Leben du noch hast. Du siehst gar nichts. Das ist eben halt das Problem. Und ich weiß jetzt nicht, wann man eben halt ein Medikit benutzen kann. Ja, eigentlich immer dann, wenn du angegriffen wurdest. Wäre eigentlich recht praktikabel. Wobei du beim Alien sowieso direkt beim ersten Mal tot bist. Da kannst du nicht lange fackeln mit dem. Der tötet dich sofort. Gut, wo müssen wir denn jetzt weiter? Ich glaube, hier oben war noch eine Tür gewesen. Und wir sollen noch... Stimmt, wir konnten noch speichern. Warte mal. Ganz, ganz wichtig. Das will ich bloß nicht vergessen. Einmal speichern. Speicherdaten überschreiben. Ja, ich will. So, und dann werden wir uns einmal durch diese wunderschöne Tür hier wagen. Boah, ich finde das Geklapper so schlimm, wirklich. Weil du denkst einfach, jeden Moment passiert was. Ich glaube, wir müssen uns hier ducken. Kann das sein? Ich hatte recht gehabt. So. Ist hier sonst noch irgendwas? Ach, guck mal, hier ein Sensor. Aha. Auf den Bänken noch. Man muss hier wirklich, sich wirklich ganz genau umschauen, wenn man noch was finden will. Das ist einfach die Sache. Ein bisschen ditten hier. Die haben so irgendwie die Klappen abgenommen. Apollo.
Und das hier scheint wohl irgendwie... Was zur Hölle ist hier passiert? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Spacefly Terminal. Ist es hier quasi so eine... wie ein Flughafen, sowas in der Art? Das sieht so ein bisschen so aus mit den Tafeln da hinten. Xing Xang. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf chinesisch essen, Alter. Ich schaue mich hier einmal ganz kurz um. Ne? Muss man ja auch mal machen. Kann ich die Lampe eigentlich? Geht das eigentlich, dass ich die hier... Ach schade, ich kann die hier leider nicht runterschubsen. Warum stehen die hier eigentlich überall rum, die Lampen? Ich habe Geräusche gehört. Mal wieder. Ich kriege hier gleich echt noch Paranoia, Leute. Wirklich. Das ist echt schlimm. Kommen wir hier eigentlich rein? Ionenschneider benötigt. Ja, den haben wir leider natürlich nicht mit dabei. Schade, sonst... Ach so ein Kack aber auch. Da habe ich heute tatsächlich mal nicht meinen Ionenschneider mit. Oh, das ist doch blöd sowas, ne? Sonst habe ich den wirklich immer dabei. Nur gerade heute. Ah, ist das schade. Mann. Auf den Bänken liegt auch nichts. Ja, wie es aussieht, hat der Xing Xang heute mal geschlossen. Was ist das überhaupt für ein Gerumpel hier? Dieses... Duf, duf. Als ob da irgendwie so ein Generator anspringen will. Hier brauchen wir wahrscheinlich auch wieder einen Ionenschneider. Yo. Was ist überhaupt da drin? Ach nee. Da steht was mit Nostromo. Warum? USCSS Nostromo. Das ist der Name von dem Schiff. Von dem Verschollenen. Warum steht das da? Naja, was auf jeden Fall feststeht, ist, dass wir da nicht reinkommen. Vielleicht kann man da später nochmal irgendwann wiederkehren. RIP Sevastopol. Das klingt ja schon mal sehr gut. Da kommen ja richtig Glücksgefühle auf. Und diese ganzen Flüge wurden gecancelt. Kontaktieren Sie die Torrents, das ist unser neues Ziel und... Verdammt! Nee! Erst einmal, warum sind die Jalousien zugegangen? Und zweitens, ich habe gerade mal wieder ein Fauchen gehört. Und das war definitiv kein Rumgeklapper von der Station gewesen. Mit Sicherheit. Alter, ich habe hier gerade echt Schiss, dass es hier jeden Moment um die Ecke geschossen kommt. Hier ist eine offene Tür, aber ich glaube, hier kommen wir nicht durch, ne? Warum können wir uns hier nicht einfach durchquetschen? Das frage ich mich ja ernsthaft. Alter, wie man einfach... Es ist wirklich krass, wie man einfach mit ein wenig Stille und hin und wieder ein paar kleinen Umgebungsgeräuschen so eine krasse Atmosphäre erzeugen kann. Ich sollte, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger... jetzt durch die Gegend laufen. Einfach aus dem Grunde, wir spielen das Ganze, ja, das wie des Öfteren schon erwähnt, auf Albtraum. Und, ich habe jetzt leider keine Ahnung, wann das Alien auf diesen Schwierigkeitsmodus auftaucht. Weil es ist tatsächlich so in dem Spiel, dass es von Schwierigkeitsstufe zu Schwierigkeitsstufe sich immer ein wenig variiert. Also es ist immer ein bisschen anders, das Spiel. Mal kommt es früher, mal ein bisschen später, mal ist hier was anders, da ist was anders. Deswegen kann es tatsächlich auch sein, dass wir es schon früher mit dem Alien zu tun bekommen werden. Beziehungsweise Xenomorph, wie es ja eigentlich heißt.
frag mich ja gerade, wer den Namen überhaupt erfunden hat. Also jetzt quasi innerhalb der Filme. Ach, guck mal, hier liegt noch eine Leuchtfackel, die nehme ich mit. Hier ist wieder ein 2000 KJVS-Generator. Den werden wir direkt mal kurz betätigen. Und wir drücken das Knöpfchen. Schön. Ich finde die Tür da hinten gerade so ein wenig verdächtig, wie das Licht dort so hinausstrahlt, als ob da jeden Moment ein Schatten langlaufen würde. We need help. Wir brauchen Hilfe. Dass ich mich hier ernsthaft frage, wo haben die Leute eigentlich die ganzen Spraydosen her dafür? Das Nasejucken kam gerade ein wenig zu spät. Sagte ich Schatten? Ich werde da jetzt mal ganz vorsichtig hingehen. Hallo? Okay, es ist nur das Licht, was da am Wackeln ist. Da war doch gerade was. Irgendwer oder irgendetwas war hier gerade drin gewesen. Und hier ist ein Audiolog, den hören wir uns natürlich auch nochmal kurz an. Lord Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Gut, wie es aussieht, gab es hier wohl auch ein paar Aufstände auf dieser Station. Und mit irgendwas wollten die Marshals hier wohl nicht rausrücken. Irgendwas ist hier wohl passiert. Ah, das sieht auch schön aus. kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Ich gehe gleich mal an den Computer. Ich will erstmal nochmal kurz gucken, ob hier vielleicht noch irgendetwas rumsteht. Irgendetwas mit Ö. Irgendetwas. Warum liegt hier eine Schweiß... Ach komm, ich will es jetzt gar nicht wissen. Hier ist eine Bodenluke. Schacht öffnen, das machen wir gleich mal. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier wieder an den Sevastolink. Den Stecker ziehen. Okay. Ja, könnt ihr wieder durchlesen. Huch, nein, ich wollte nicht raus. Hallo, da war noch was gewesen. Das wollte ich mir noch angucken. So. Aha, an alle Mitarbeiter. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtterminals im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Das erklärt auch die ganzen, gestrichenen Flüge. Wer hätte es gedacht? Die Colonial Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro der Marshall, von Marshall Waits. Okay, hier nochmal, was ist Apollo? Was ist Apollo? Apollo ist das zentrale KI. Ist die zentrale KI. Die Sixen-Hiwi-Androiden auf Sevastopol überwacht und ihnen beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation, wo immer sie auch sind. Sie sind in guten Händen, Sixen, morgen gemeinsam.
Also, das ganze Apollo ist eben halt dann die künstliche Intelligenz, die sich dann wohl um die Androiden und um die Kommunikation kümmert. Und wir wissen ja, wir hatten ja eben schon mit dem Schiff und der Station leichte Kommunikationsschwierigkeiten... Kiten gehabt. Und ich speichere eben nochmal ganz kurz.